Willkommen zurück, Beins. Heute, Sie sehen die drei komischen Männer in einer Höhle. Wir sind beim letzten Mal geflohen, feige wie wir sind, vor einem Rudel-Ureinwohner mit zwei Armsies. Sind wir einfach hier in die Höhle gerannt. So. Aber es hat sich gelohnt, denn wir haben eine Unmenge an Münzen gefunden. Die wir endlich dazu nutzen können, Bomben zu bauen. Darf man das noch laut sagen oder wird das Video da gesperrt? Und, Ja. Du musst noch lernen, uns vorzustellen. Hallo, Leute. Warum? Hallo. Weil wir wollen auch Hallo sagen. Wir wollen auch Hallo sagen. Euch kennt doch jeder. Hier, Ismo, Bocke, Hallo. Münzen. Ja, ist die Frage, wollen wir jetzt hier wieder... Noch mehr Münzen. Wollen wir jetzt hier wieder die Höhle dingsen? Oder... Rausgehen ist gerade schlecht. Ja, man weiß es ja nicht. Da wir jetzt gerade eh hier reingehen. Jetzt gucken wir hier auch. Hier geht's schon wieder runter. Ach, oh, und da unten steht ein Dingens. Pass auf. Nicht und ist irgendwas. Oh, aber weißt du was? Sticker, ne? Weißt du was? Die treffe ich. Lol. So. Also wir gehen da nicht runter. Dann können wir auch rausgehen. Doch, ich will da jetzt runter. Dann können wir auch rausgehen. Warte. Den treffe ich. Oh. Ich glaube, ich habe auch getroffen. Fail! Lol. War laut. Aber ich habe ihn trotzdem getroffen. Und schon wieder. Bin voll der Robin Hood. Aber sowas von. Also, solange er sich nicht bewegt, ist das auch nicht so schwer. Wie viele Pfeile muss er denn so fressen, bevor er umfällt? Warte, ich mach mal noch eine Flare. Das war zu hoch jetzt. Na toll. Ich versuche gerade die Typen da abzuschießen. Aber die treffe ich nicht so gut, die sind zu klein. Ja gut, die könnte man im Zweifelsfall auch so erschlagen. Ja, das stimmt. Ich wollte es nur mal versuchen. Den Großen trifft man besser. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht uns abschießen hier. Gucken wir mal, wie viele Pfeile der ab kann. Ja okay, mitgezählt habe ich jetzt auch nicht. Sieht aus wie ein Milieu. Sieht aus wie ein Milieu da unten. Brüller. Er rastet ein bisschen aus. Aber man sieht ihn leider nicht mehr. Wer rastet, der rostet. Sag ihm das. Ey, du Rostklumpen. Wäre gut, wenn er rostet, dann läuft er nicht mehr so schnell. Ja. Rosti-Posti. Bock, hast du nicht auch einen Bogen? Ich habe einen Explosive. Warte mal. Der ist tot. Na, toll. Ey, dann können wir jetzt runtergehen. Ich auch. Na, ihr? Oh, Vorsicht! Du bist mir gerade voll in die Axt gelaufen. Achso. Ihr seht nichts, ne? Nee, wenig. Bisschen. Ich mach mal Licht. Bitte. Oh. Okay, mach du das. Das macht keinen Sinn, sonst hau ich dich wieder. Weil ich glaube, ich hab dir schon einen verpasst. Meine Flares sind jetzt auch gleich alle. Da ist ja noch einer. Ich hab noch ein paar Flares sonst. Nein, nicht zurückgehen. Der sieht ja auch geil aus hier. Wer? Der sieht, ja. Wie er hier liegt oder was? Ja. Ja. So, dann mache ich jetzt mal... Ich mach mal die Fackel an. Genau, ich mach mal Licht. Ich brauche erstmal Stoff an der Fackel, sonst wird das nichts. Ich habe leider keinen Boost mehr. Ich habe auch keinen Boost. Siehst du? Dementsprechend schnell wird das abgehen. Schon. Abgehen, ausgehen. Bocke? Ja. Lob oder Anerkennung an dieser Stelle? Guck mal hier, alles voller Kreuze. Das hat denen aber auch nicht geholfen. Nee, offensichtlich nicht. Das sollte mal eine Kirche werden. Das ist ja auch der einzige Gang, ne? Hier geht's nicht weiter. Nee, okay. Junge. Hier waren wir doch schon. Waren wir hier? Vielleicht sieht es auch nur genauso aus wie die Höhle, in der wir schon waren. Ja. Zumindest sind wir an der Tür hier nicht vorbeigekommen. Wir sind doch einmal rumgegangen um das Loch damals, oder? Ja. Aber das ist doch genau die Höhle. Nein. Kommt mir bekannt vor auf jeden Fall, aber ich glaube... Es kann natürlich sein, dass das Level-Building halt identisch ist, ne? Ja, genau. Hier vorne ist ein Seil vorunter. Ja, und hier ist noch ein Weg in den Weg hier halt. Ja, hier ist ein Seil runter, genau. Ja. Wollen wir da runtergehen? Ja, ich meine nicht das Seil, ne?
Wo ist Ismo hin? Ach da. Immer links rum wollten wir erst. Hier gehen wir erstmal links rum. Das Seil wäre ja quasi rechts. Genau. Beziehungsweise wahlweise geradeaus. Jo. Deswegen gehen wir mal erstmal hier gucken jetzt. Und hier ist Wasser. Wasser. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Rechnen hier jeden Moment damit, dass wir wieder irgendwas Gruseliges. Babys! 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 Achtung! Ja, lass mich vorbei. Hat mal jemand schnell so ein Dings zum Werfen, obwohl es auch egal ist. Ich hab einen Pika. Wie, ganz viele. Aua. Ja, sag ich ja. Babys! Wow. Stirb! Oh, ich hab's nicht getroffen, glaube ich. Cool, er haut jetzt nicht mit der Fackel zu, sondern er spießt so mit der Fackel nach unten. Ja, ja. Was ist das? Stoff? Ganz viel Stoff. Geil. Stoff ist immer gut. Ich liebe diese Kisten hier. Wer auch immer das hier gebracht hat, der hatte immer ganz viel Stoff dabei. Aua! Entschuldigung, ich wollte die Kiste aufbiegen. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das sah aber so aus, als wärst du ausgewichen. Ja, sich. Das ist, wenn man Dynamit. Wenn man uns nur hört. Nee, Flares. Wenn man uns nur hört und nicht weiß, was wir tun, dann ist das auch schon echt krank. Babys, bringt sie um! Ja, genau. Schnell, wirf mal eine Bombe. Oh, ist das hart. Warte, ich pieke sie auf. Kannst ja keinem erzählen. Ja, ja. Hier müsste man bestimmt wieder tauchen. Ne? Mutter TV. Was? Was? Ja, hier ist ja wieder Ende, hier ist wieder Wasser. Aber hier ist noch ein Weg und oder eine Kletterwand. Ja, das stimmt. Wo gehen wir jetzt lang? Weiß nicht. Kletterwand, weil Kletterwand ist links, ne? Wetterkland. Ja, dann? Ja. Ich will jetzt trotzdem hier gucken, was hier ist. Gut, du hier machst mich fertig. Hier ist nüchte. Ende im Gelände. Aus die Maus, Schicht im Schacht. Na juti, dann mal ran. Ja, hier. Dann klettern wir. Equip. Zack. Schwupp. Ja, wie geil, dass wir eine Climbing-Axe haben, wa? Ja, schön, dass wir nach dem Boot Ausschau halten. Oh. Aua! Manela, warum hast du mich denn? Ich weiß nicht. Ich bin vielleicht, doch der Chef. Vielleicht bin ich heute unbewusst wütend auf dich. Ja, warum denn? Weiß ich nicht. Eine latente, also alias unterschwellige Aggressivität gegenüber dem Häuptling. Ja. Ja, aber ich probe den Bild Aufstand. Zum Angucken. Oh. Muschi Klaus. Geil. Mit einer Sofortbildkamera. Und ja, das hat er dann hier liegen lassen, der genau. Das gemacht hat. Er hat ein Selfie gemacht und hat sich hier verewigt. Immer diese Ureinwohner. Schlimm sind die. Ganz schlimm. Na gut, jetzt gehen wir doch runter, dann hätten wir auch das Seil von nehmen können. Ja, aber das wussten wir ja noch nicht. Genau. Hätte dann mal auf mich gehört. Nein. Na gut. Immer dieser Konjunktiv. Stattgegeben. So. Okay, Fackel. Da bist du. Brenne. Hallo. Brenne. Was denn? Drück immer Escape und dann komme ich ins Hauptmenü und das will ich gar nicht. Nee, das willst du nicht. Nein, das willst du nicht. Du willst ich weiß es, du nicht. Willst es nicht. Du willst nicht ins Hauptmenü. Noch ganz nicht, genau. Auf jeden Fall, noch nicht. Da hinten ist so ein Kicker wieder. Ja, nee, das ist ein Muschiklaus. Oh Gott. Lauf! Wir sind feige, komm schon, wir schaffen Sackgasse. Ja wohl einen so einen. Wollen wir den. Oh Gott. Mit hochgestreckten Armen kommt er angerannt. Wollen wir nicht was werfen? Ich sehe ihn nicht, doch, ich sehe ihn. Mach mal einer Licht. Ich habe einen Molotow. Moment. Was? Da, Licht. Aus. Licht. Ja, wenn er reinläuft, brennt er vielleicht trotzdem. Auf jeden Fall hat er Angst vor Feuer. Alter, blopp, Wasser. Der darf nicht so weit wegrennen, sonst treffe ich ihn nicht. Ich hab ins Gesicht geschossen. Hä, wo ist meins denn jetzt? Ach, ins Wasser. Das ist natürlich scheiße. Hier sind Tennisspieler. Alter, schon wieder aus. Der kommt angezischt. Wieder Feuer. Bäh. Ist er tot? Ja, dann. Sag nicht, hier ist es ins Wasser gefallen und gestorben. Nee, wirklich? Ich habe ihn abgeschossen. Ach so. Er ist auf jeden Fall sehr blutüberströmt. Strut überblömt. Es sieht ungemütlich aus, was der hier so macht, ne? Ich glaube, das merkt er nicht mehr. Oh, Boost, das ist gut. Ich brauche Boost. Das ist wirklich Tennisschläger? Ungewöhnlich. Tennis-Racket collected. Wie lustig ist das denn? Man kann Tennisschläger auswählen? Yes, yo, hier.
Geil. Komm, lass mal eine Runde Tennis spielen. Das, unbedingt. Also, das, wenn das geht, ja, das feiere ich aber. So, Snack essen. Ich kann den Koffer nicht kaputt machen. Snack essen, weil gerade da... Snack wieder aufnehmen, ja. Genau. Ich habe hier auch noch einen Snack sonst gefunden. Du blöder Koffer, los, geh hier hin, wo ich dich kaputt machen kann. Dankeschön. Ach, da hinten steht ja noch einer, Mensch. Noch wo? Ein AMC oder was? Nö, normaler. Dann beschmeißen wir den jetzt mit Tennisbällen. Mensch, bis also, er blutet. Ich muss ja ehrlich zugeben, wenn die das bei lebendigem Leibe gemacht haben mit den Leuten, das muss echt wehgetan haben. Das ist unschön. Darüber denke ich lieber nicht nach. Das ist unschön. Oh, hallo. Ich treffe nicht. Die fliegen nicht weit genug. Ich weiß auch nicht, wo ich hinwerfe. Ich rechne mich jetzt für alle Tennisspieler auf der Welt. Auf obwohl der du nicht mal Tennis Welt. Spielst. Doch, ich spiele jetzt mit Tennis. Au, mit ihm. Aha. Nicht ins Gesicht. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Au. Warum treffe ich den denn nicht? Ah, da kommt noch einer. Ja, ist der hinter mir? Nein. Oh, doch. Ah. Ismo, kannst du gerade mal... Danke. Legst du den jetzt ernsthaft mit dem... Ja, ich lege ihn mit dem Tennisschläger um. Ich habe ja gesagt, ich spreche mich für alle Tennisspieler auf der ganzen Welt. Wie geil das ist. Er hat aber eine sehr, sehr tanzende Hüfte, du. Wie unmotiviert du da stehst und einfach nur total stumpf draufklopfst. Er ist tot. Du kannst aufhören. Wie geil. So, überhaupt, überhaupt keine Bewegung im Unterkörper, einfach nur die Arme. Ja, ja. Großartig. Sehr geil. Aber er hat seine Rache gehabt für alle ja. Tennisspieler dieser Welt. Wie gut ist denn der Tennisschläger? Speed? Gar viel nicht Speed, so gut. Viel Speed, wenig Damage. Aber blocken ist er gut. Ja, ja aber der hat Damage. Aber vielleicht kann man so den auch nicht. Aufwerten. Da müsste warte man mal. Ihn aufwerten, ne? Warte mal. Ja, kannst du auch. Mit du kannst auch Zähne ranmachen. Und mit Zähne, ja. Machen ja, lustig. Mal. Das mache ich glatt mal, ja. Combine hier. Machen wir gleich mal Zähne dran. Da hatte ich mal wieder eine gute Idee, wa, Leute? Ja, sicher. Du hast doch nur gute Ideen. Ah, ich bin euer Chef hier, wa? Machen wir mal Damage. Damage! Das wird jetzt unsere absolute Überwaffe, pass auf. D-A-M-A-T-S-C-H. Damage. Ich mach mir einen schönen Kreis mit Zehen um meinen... Okay, jetzt habe ich ihn Folge aufgewertet. Oh, ich kann auch nicht mehr aufwerten, sehe ich gerade. Das bringt gar nichts mehr. Ich habe nur Damage dran gemacht. Ja, das schlägt aber ganz gut. Und vor allem, er kostet nicht so viel Ausdauer, ne? Aber er macht nicht viel Damage, ne? Er macht so gut wie gar keine Ausdauer. Er macht, also, warte mal, er macht weniger Damage noch als die Plain Axe. Aber dafür blockt er richtig gut. Er blockt richtig gut und dadurch, dass du halt permanent auf die drauf haust, hauen die nicht zurück. Ja. Das hat den Vorteil, du bist zwar länger dran, aber die hauen halt nicht zurück. Jetzt sind wir mit einem Tennisschläger bewaffnet. Ja, Mann, den probiere ich. Wartet's. Oh. Den probiere ich. Kann man da eigentlich auch noch Federn dran machen? Habt ihr das probiert? Ja, kann man. Auch noch. Hm? Um wieder ein kann bisschen Speed reinzukriegen. Jo. Ist ja auch nicht ganz unwichtig beim Tennis, ne? Federn und was noch? Naja, Harz, ne? Tricep? Ich kann da keine mehr ran machen. Nee, ich auch nicht. Ich schon. Dann hatten wir zu viele Zähne dran gemacht. Okay. Ja. Das kann sein, ja. Ich habe nur Zähne dran gemacht. Oh. Also meiner ist jetzt ein bisschen schneller noch. Okay. Hängen da so vier Federn dran. Ich behalte ihn jetzt erstmal. Ja, ich will das auch mal ausprobieren. So, Combine. Zack, und der kommt auf 1. So. Ach, du armer Kerl. Pedometer? Ein bitte was? Pedometer? Pedobermeter? Wo ist das jetzt? Er kann deine Tracks verfolgen. Und ich habe schon 10.798 Schritte getan. Medizin! Seitdem ich ihn aufgesammelt habe. Moment, Medizin gleich mal nehmen hier. Zack. Sehr unwahrscheinlich. Aber der Typ, den man gehört hat vielleicht. Can't carry any more meds. Ich habe 10.800 Kilometer collected. Seit der letzten 2 Sekunden hast Moment, du das. Moment, das rüste ich jetzt erstmal aus. So. Keep off your steps. Das macht er aber, glaube ich, auch, wenn du ihn einfach im Rucksack hast, weil wenn du ihn ausrüstest, nimmst du ihn in die Hand. Ah ja, okay. Ich habe schon wieder Durst. Dann trink was. Oh Mensch, Eda. Habe ich gerade. Mhm. Aber hier ist, glaube ich, Ende Gelände. Hier ist nichts mehr. Ja, das weißt du ja gar nicht. Ja, sieht so aus. Ja, doch, hier sind Wände, also bin ich mir sehr sicher. Okay, ich glaube es dir. Das ist relativ wahrscheinlich, ja. Aber hey, wir haben Tennisschläger gekriegt. Ja. Gefunden. Und viele, viele, viele Coins.
Ja. Und wenn ich jetzt einen Tennisball aufhebe, dann legt er leider den Tennisschläger aus der Hand. Das ja, ist ich doof. Weiß. Ja. Das ist hätt wirklich mit doof. Dem Tennis, das wäre jetzt total imber gewesen, wenn du so einen ja. Aufschlag hättest machen können. Aber du kannst ja den Ball werfen und jemand anders schlägt. Ja, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Aber das wäre die Überwaffe dann, weißt du, wenn du hier so, warte mal, ich snack mal noch schnell einen Snack. Das wäre aber lustig, man könnte mal probieren, einer wirft, der nächste schlägt, weißt du? Ja, so, das wäre richtig gut. Waren wir hier schon? Wo? Na hier. Ich habe auch gerade einen Weg entdeckt, den wir gekommen sind. Nee, von da waren wir noch nicht. Wristwatch. Oder? Die ganzen Snacks hier aufsammeln. Ich häng fest. Das ist so schade. Hier alles wieder. So viele Wristwatches kannst du gar nicht tragen. Nein, Wocke. Kommen Sie mit. Can't carry any more snacks. Hier geht's auf jeden Fall runter. Ach, nochmal runter, ja? Ja. Aber ohne Weg. Also hier ist einfach nur ein Abgrund. Ah. Aber hier zur Rechten sehe ich ein Seil. Wo? Könnte es das Seil sein, das Wocke vorhin... Ja, das ist, kommt ja, von da das oben. Ist bestimmt, ah, okay, okay, okay. Ja, dann haben wir ja nur die Möglichkeit, zurückzugehen. Ah, in oben. Aber da oben ist aber auch noch Licht irgendwie, ne? Ja, von das da kommen wir. Das ist dann wieder ja. Der obere Rand, ja. Von da kommen ja. Wir doch. Ja, ja. Also ab nach oben. Sind wir hier von runter? Nee. Nein, nein. Wo hier. Ist denn die Wand? Geht auch. Hier. Ich suche die Wand, die wir gerade hochgeklettert sind. Hier. Runtergeklettert. Ja, runtergeklettert, genau. Wir verstehen ja, was du meinst. Ja, ja, ihr wisst wie, wo und so. Wir spüren, wie du denkst. Genau. Jetzt, wo du sagst, riech ich es auch. I can feel you, bro. Das hört sich verkehrt an. Ich hab's nicht gemacht. Oh, Ende. Hack, 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 hack. War noch nie in einem Kletterpark, ne? Nein. Nee. Kletterpark ist toll. Ich hab Höhenangst, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Das ist dann suboptimal. Vielleicht falle ich ja in Ohnmacht, wenn ich oben bin. Stichwort, ich war noch nie falsch im Springen. Ja, mach doch, ich hab Höhenangst. Ja, ja. Aber hey, immerhin kann ich sagen, meine Mutti war schon mal falsch im Springen. Ist das so? Ja. Wie cool. Tandemsprung. Hat sie, glaube ich, zum 40. Geburtstag oder so bekommen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sehr geil. Ich glaube, ich habe sie noch nie so strahlen sehen. Adrenalin macht, dass man strahlt. Ich stelle mir das auch echt geil vor, ne? Also so ein Fallschirmsprung, irgendwie so freier Fall, das ist ja einfach was man ja so gar nicht fühlt irgendwie, ne? Also was nee, ja, dafür sind die Menschen ja eigentlich auch nicht gedacht. Genau, etwas, wofür man nicht vorgesehen ist. Und ich glaube, das ist, man hat das ja so kurzfristig mal vielleicht mal auf einer Achterbahn gehabt oder so, wenn es halt so schnell und steil bergunter geht. Ja. Aber das ist ja dann nur für wenige Sekunden. Ja. Aber so ein Fallschirmsprung, da bist du ja echt mal so mehrere Sekunden, unter Umständen ja auch eine Minute oder zwei oder drei Minuten unterwegs, je nachdem, wie lange man da so fliegt. Ja, wie hoch man war. Und wie hoch man war. Aber das stelle ich mir auf jeden Fall geil vor. So, hier Seil. Nicht runterfallen. Ne? Kannst du mal mit Bungee anfangen. Ja. Nee, Bungee ist mir, glaube ich, zu komisch. Hö. Das war's mit Seil. Achso, hier ist noch eins. Oh, was ist denn hier schönes? Knochen, Snacks, rote Farbe. Rote Farbe. Was zum Angucken. Noch ein Pinsel. Ein Pinsel. Noch was zum Angucken. Was steht denn hier drauf? Die haben wir schon. Restraining Order. Matthew Cross. Fackel an, hier wird's kalt. Eine Laschentampe. Was? Cool. Eine Taschenlampe. Plastic-Torch. Oh. Wir haben noch Batterien gefunden irgendwann mal. Ah, ich hab's schon eingepackt, achso. So, warte mal. Geil. Wir haben noch irgendwo Batterien gefunden. Die liegen doch hier auch im Equipment rum irgendwo. Ja. Oben ja, auf dem Rucksack auf, drauf, genau. Genau, auf dem Rucksack. Can be used for recharge plastic torch. Aha. Combine mit... Das ist doch cool. Plastic torch, wo ist die? Ich finde die Taschenlampe nicht. Wo ist sie hin? Alter, so viel Gerümpel hier. Ach, wo das ist ja jetzt doof. Wo liegt... Ach, da was ist die denn? Taschenlampe in schwarz, neben dem Schläger. Du kannst neben nur die Taschenlampe oder das Feuerzeug haben. So, Combine, cool. Wenn du die nämlich equipst, dann nutzt er die anstatt des Feuerzeugs. Edit to Note Section Book, press B to open Survival Book. B, open Survival Book, start here, basic Survival Tutorial. Da ich cold Tutorial. And wet bin, brauche ich das aber. Ich mache Fackel. Because of I'm cold and wet. So, ja, equippen, Pinösel, zack, anzünden. Warte mal kurz, bis mach die warm. Kälte wieder weg ist. Danke. So, trinken. Drink. Cool. So. So, und jetzt also das dritte und letzte Seil ist schon echt lang, ne? Ja. Whee.
Ja, irgendwie müssen wir ja runterkommen. Das Gute ist, es ist noch nicht zu Ende. Es geht nochmal runter. Krass. Oh, aber ich friere doch so. Ah, ich auch. Ja, mach an, die Fackel. Wo ist denn das nächste Seil? Hier, wir müssen hier rüber klettern. Ach, schon wieder. Aha. Na dann. Alter, ist das lang. Oh Gott. Oh Gott. Na, brennen die Hände schon? Krass. So. Jetzt aber wieder Seil hier. Junge, statt hier. Randa. So. Und wie weißt du das Loch runter? Meine Güte. Lass mir ran, ja, denn sie will. Ja, vielleicht haben wir jetzt endlich das Loch gefunden, wo es zum Sinkhole zur Boden, reingeht. Zur Bodenplatte. Guck mal, unten. Da drüben geht's auch nochmal rüber mit dem Seil. Aber rein kartentechnisch kann das doch gar nicht sein. Eigentlich nicht. Weil wir sind doch jetzt an einer ganz anderen Ecke. Ja, und? Höhlen also, sind vielleicht unter Umständen auch zusammen verknüpft oder so. Wenn du mich nicht anzündest, hilft mir auch deine Fackel. Ey, Alter, ich krieg ja, jetzt sogar Schaden, weil Fackel fehlt. Weil Fackel fehlt. Ach, da bist du ja. So. Krass, ey, wie tief geht das runter? Ich wette, da unten ist gar nichts. Wer weiß. Aber die Frage ist jetzt, wollen wir einmal darüber und das Seil nehmen oder... Ach nee, geht's ja auch runter. Nee, aber hier geht's halt auf so einen Vorsprung. Ich würde erstmal gucken, was da ist vielleicht. Genau. Scoute du mal. Ja, dann scoute mal. Ich sterb dann mal fürs Team. Oh, hier ist was zu finden. Eine Bibel. Eine Bibel? Bibel kennen wir schon, oder? Und Knochen. Okay, Bibel und Knochen. Sonst noch was? Mehr nicht. Mehr nicht. Kann man die Wand klettern da unten? Nein. 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 Okay, dann kletter ich jetzt hier oben rüber. Oh. Komm mit. Ich habe mir die Knochen mal mitgenommen. Wenn ich noch mehr finde, kann ich mir wieder ein Stück Rüstung machen. Ich habe nämlich gar keine Rüstung mehr. Schade. Das ist schon ein bisschen doof. Ja. Ja, ich habe auch gar keine Rüstung. Mensch, das tröstet mich nur sehr bedingt. Ja, was denn? Wenn, dann sterben wir gemeinsam. Oh. Ja. So. Bin ich auch mal da? Wusch. Ich brauche erstmal wieder die Fackel. Wartet mal bitte auf mich. Vor allem hier ist man nicht mehr cold and wet. Nicht? Also ich schon. Ach nee, jetzt kommt der Frost langsam wieder. Der verdammt laut hier unten. Ach, weil da unten eine Fackel war. Ja, es ist wirklich laut hier unten. Boah, krass. Aber wie geil das aussieht, bitte, mit dem Wasserfall. Oh, diese Fackel ist so kacke. Die geht nach 2 Sekunden direkt wieder aus, ey, Junge. Ja. Ja, wir haben ja natürlich jetzt den ganzen Boost für die Bomben. Für die Bomben verprasst hier. Da geht sie hin, die Farbe. Oh krass, da ist, da steht einer. Sag mal, Ismo, wie hast du das schon wieder geschafft, nicht die Farbe zu verlieren? Ich bin einfach geil. Hallo? Da hinten steht einer. Mit Babys. Ja, kann nix. Oh, ich will da was reinwerfen. Ich bin ja eher fasziniert über diese Architektur hier, über diesen Boden. Darf ich einen Molly reinwerfen? Mach mal. Besser. Zünd's an. Hab ich doch. Matsch. Okay, das war jetzt gehässig, dazu lachen. Ich hab schon wieder keinen Stoff da dran. So. Ey, ich schlag den und meine Fackel geht beim Schlagen aus. Ich brech ab. Ich wollte den anzünden, ey. Und schlag weiter. Ich hab ihn mal angezündet für dich. Danke. Er glitscht den Berg runter. Komm her. Au. Komm, Breakdance wieder. Geil. Oh, Zähne, aber schade, zu spät. So. Ja, wie nach wie vor, wie gesagt, die Architektur von diesem Boden ist echt faszinierend, wa? Ja. Es interessiert euch so semi, ne? Gerade das ist wunderschön. Ja, komm, wie haben sie das da reingehauen? Das sieht aus, als ob es Metall wäre. Das sieht so aus, als würde sie nicht hingehören, ja. Ja, richtig. Genau. Wie haben sie das hier hingekriegt? Frage. So. Da runtergeschmissen. Darüber. Ja. Einfach da runtergeschmissen, aus dem Wasser gezogen, fertig. Danke, tschüss. Ist das spannend? Was ist da draußen? Da sieht es nach Tageslicht aus. Ach was. Nach Mondlicht? Oder ist es einfach nur... Oder ist nur, es wieder nur dieses blaue... Achso, ist dieses blaue, Dingens. Genau. Da geht's wieder runter. Alter. Verkackte Fackel, Alter. Boah, geht das da tief runter, ey. Alter, Digga, yo, ey. Was ist da los? It's so deep.
Guck mal, hier ist noch was zu finden. Ein Loch? Kann man es sprengen? Das X markiert die Stelle. Kann man es sprengen? Und da ist was, was? Nee, kannst du nicht. Ich höre was grunzen. Ja, hier hinterm Loch ist es. Ela, geh mal weg, ich will auch gucken. Ja, ich sehe da eh nichts. Ja, auch nicht. Aber es hört sich fies an. Tschüss. Ja. Nein, wollen wir runterklettern? Ja, müssen wir. Ist ja der einzige Weg. Er will unbedingt, dass ich in meine Notes-Section gucke. Dann gucke ich jetzt halt in meine Notes-Section. Oh ja, da ist ein Muschiklaus. Ich kann ihn sehen. Wow. Ja, aber so kommen wir da eh nicht ran, deswegen würde ich sagen, lasst uns mal runterklettern, oder? Ja. Ja. Erdkanister. Was? Geilo. Erdkanister. Erdkanister? Vor dem Seil. Geil. Nehmen wir mit. Haben wir schon mal etwas für unsere mehr. Tauchgänge. Ja, etwas mehr. Ja, Tauchanzug. Hier bräuchten wir einen Taucheranzug. Naja, nicht unbedingt. Wo geht's hier? Dann guck mal da. Oha. Ja, ich mache mal wieder Stoff an meine Fackel, dann sehe ich vielleicht auch Moment, was. Ich zünde. Huch. Uff. Ich bin mal mutig und gehe vor. Yeah. Hier liegen Schlafsäcke. Ein Feuer. Feuer. Können wir uns wärmen? Ich hab schon. Hier ist wieder was zum Angucken. Ja. Alle Fackeln aus, bitte. Cave and Fackeln aus. Jo. Ja. Weil because of Feuer sparen. Cave Entrance, okay. Oha, die sind wohl im Schlaf überrascht worden, ja? Ja, sieht so ein bisschen aus. Gegessen worden. Aber genau. Wer legt sich denn auch hier zum Schlafen hin? Ja, wie kann man nur so dämlich sein? So. Warte mal, habe ich irgendwas in der Tasche, was ich kochen kann, will, muss? Nee. Oh ja, doch. Doch. Boah, endlich kann ich die Austern rauswerfen. Das war ewig verbuggt. Es ist schon spoiled. Schade. Huch. Essen wollte ich den. So. Can be cooked on a fire. Mach ich. kann guten ich Hunger. Essen. Kann ich schon essen? Zack. Dann war das er... Das ging schnell. Ja, ein Turbo. Dann Turbo-Grill. War er offensichtlich schon getrocknet. Ach, du hast hier schon eine Flare reingeschmissen. Ich habe da schon eine reingeschmissen, ganz genau. Ja, warte, ist Wocket? Ja. Ja, ich bin da. Boah, Gott, Junge! Alter! Hab ich erschrocken. Ach ja, guck mal, ich will doch auch mit meinem Tennisschläger mal schlagen hier. Genau, ich probiere den jetzt auch aus, den Racket. Immer dieses Ausweichen hier. Ich kann so nicht arbeiten. Ich will nur nicht einen von euch schon wieder treffen. Dann geh, ja, mach mal, geh mal ran. Ich hatte ja meinen Spaß schon. Au! Zahn! War ich das? Rette mich mal einer. Ich bin tot. So gut wie. Nee, du bist nicht. Ich geh bin weg. So gut wie tot. Dann geh weg. Ja, ich muss Medizin nehmen hier, sonst bin ich tot. Wenn ich sage, ich bin so gut wie tot, dann ist das kein Spaß. Nein, ich glaub's dir ja, aber dann renn ein Stück weg, weil sonst ist es auch schwierig, ihn zu schlagen, wenn er direkt vor dir steht. Naja, wo soll ich hinrennen, wenn er vor mir steht? Nach hinten. Wand. Dann nach noch rechts. Weiter nach hinten. Genau. Grabe dich durch die Wand und dematerialisiere dich. Genau. Jetzt habe ich einen blutbefleckten Tennisschläger. Aber der ist gut, der Tennisschläger. Der kann was. Zumindest insofern, dass er die daran hindert, zurückzuschlagen, ne? Ja, doch. Ja, das ist eine gute Technik. Auch wenn man dann länger da dran ist. Oh, Medizin, Moment. Was, wo? Hier, wo ich bin. Ach, schade, ich kann keine mehr tragen. Dann nimm welche und trag nochmal neu. Wenn du noch nicht komplett aufgeladen bist. Und ein Snack ist da auch noch, genau. Auch wenn ich eigentlich gerade keinen Hunger habe, esse ich ihn trotzdem. Wasser. Yes. Wasser. Nasche Füße. Und nasche Füße. Stinkige nasche Füße. Mm. Warum stinkig, wenn wir sie noch im Wasser haben? Weil das Wasser stinkt. Ja, sie noch nicht gewaschen. Weil es stinke Wasser ist. So, links rum, ne? Ja, genau. Wand. Ja, warte, was ist hier hinter? Eingang. Wand.
Die Ork-Lösung. Okay, dann gehen wir wieder. Was ist hier? Wand. Das Problem ist eigentlich, wäre mal wieder Zeit für ein Päuschen. Ist das so? Ja, aber ich wollte gerade sagen, wir haben keine Sticks, aber hier liegen ja jetzt ein paar. Jo. Wie viele Sticks habt ihr denn? 20. Achso, ja, dann können wir auch ein Shelter aufbauen. Ja. Dann ist das doch hier wunderbar idyllisch, hier am Wässerchen unser kleines Zelt aufzuschlagen. Ja, ein Traum. Ich leg's mal hin, hätte ich fast gesagt. Ich stell's mal auf. Da. So. Wunderschön. Oh. So, dann lasst uns mal speichern. Ja. Warum spreche ich so komisch? Einfach so, weil wir es können. Na gut. Speichern? Ja. So, ich habe gespeichert. Ich auch. Dito. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und lustig, begleiten. Das sieht so stumpf aus, wie wir hier mit diesen Tennisschlägern stehen und dieses Feuerzeug in der Hand haben. Das sieht so ein bisschen bescheuert aus. Und wie hier LL-Präsidente in ganz rot. Ja. Der hat sich mit Ketchup eingeschmissen. Der so ein bisschen aussieht wie Pablo Escobar. Ja, gut. Ja, Entschuldigung, wir haben ihn unterbrochen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein und mitleiden und auslachen und mitlachen, wollte ich gesagt haben. Genau. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Denn. Au revoir. Wenn es wieder heißt, verloren in der Höhle oder so. Ja. Au revoir. Auf dem Weg, das Boot zu suchen, in der Höhle gelandet. Ja, super. Wie immer. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.